Hallo und herzlich willkommen offiziell zu den virtuellen Tech Days dieses Jahr. Das erste Produkt, was ich heute vorstellen möchte, das ist die Kaspersky Embedded System Security. Die Frage, die mir aufkommt, ist, warum gibt es dieses Produkt überhaupt und was ist meinetwegen das Einsatzgebiet, das Einsatzszenario, wo man genau dieses Produkt eben verwenden kann. Die Kaspersky Embedded System Security ist ein Produkt, welches designt ist für, sagen wir in Anführungszeichen, kritische Systeme. Was ist ein kritisches System oder was kann ein kritisches System sein? Ein kritisches System können zum Beispiel irgendwelche Bankautomaten sein, irgendwelche Point-of-Sales-Geräte, irgendwelche Ticketing-Machines, Supermarkt-Checkouts meinetwegen, das heißt an der Kasse, wenn ich etwas kaufe und da wird meinetwegen gewogen und dann muss ich bezahlen, einen Bon soll meinetwegen gedruckt werden, der hinten rauskommt. Das sind alles Systeme, die A, kritisch sind für den Betreiber, die meinetwegen auch für die Gesellschaft kritisch sind. B, unterlaufen sie meist einer sehr, sehr speziellen Hardware-Konfiguration. Das heißt, diese Systeme sind meist sehr, sehr hardware-schwach ausgestattet. Und genau um diese hardware-schwachen Systeme mit einer Security-Lösung versorgen zu können, ist damals die Kaspersky Embedded System Security entstanden. Damals heißt, geschätzt vor so 5 bis 6 Jahren. Das heißt, vor 5 bis 6 Jahren haben wir das Produkt released und seitdem adressieren wir mit der Embedded System Security primär hardware-schwache Systeme. Das heißt, ob meinetwegen wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist, ob wenig Festplattenplatz vorhanden ist oder was auch immer, genauso wie irgendwelche Legacy OS-Betriebssysteme. Das heißt, wir fangen meinetwegen mit einem Windows XP an bis hoch zu einem aktuellen Windows 10, aber das sehen wir dann gleich, was wir da eigentlich alles unterstützen mit. Die Kaspersky Embedded System Security hat einige spezielle Funktionen, die man so möglicherweise nicht kennt von einer Endpoint Security. Das heißt, wir fahren intern die sogenannte No-Reboot Policy. Das heißt, die Strategie, die wir uns gesetzt haben, das Ziel, welches wir uns gesetzt haben bei einer Embedded System Security ist, dass, sofern ich das Produkt installiere, deinstalliere, wenn ich ein Update fahre, meinetwegen von irgendwelchen Pattern im Hintergrund, Signatur, Heuristik, Emulator meinetwegen, oder wenn ich migriere von einer Version zu einer anderen Version, oder wenn ich von einem Hersteller X komme und dann wechsle auf die Kaspersky Embedded System Security, dann möchten wir, dass diese No-Reboot-Policy eingehalten wird, sodass eben kein Neustart des Systems erzwungen wird. Und das ist für viele, viele ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sagen, okay, ich kann meinetwegen im nächsten Maintenance-Window kann ich ein Produkt von euch, Kaspersky Embedded System Security, installieren, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass dann meinetwegen, wenn eine neue Version rauskommt oder wenn irgendwelche Updates, wie gesagt, eingespielt werden, dass dann ein Neustart erforderlich wird. Und das ist das, was wir halten können mit der Kaspersky Embedded System Security. Genauso gut haben wir ein zweites Ziel, das ist dieser Notify-Only-Mode, den wir anbieten für verschiedenste Komponenten. Das heißt, auch ein Wunsch von vielen, vielen Kunden, die sagen, ich möchte dieses Produkt sehr wohl betreiben, aber im Falle eines Falles, wenn etwas passiert, dann möchte ich nicht, dass automatisch meinetwegen auf etwas reagiert wird, auch auf eine Bedrohung, weil die Anlage meinetwegen, die Plattform, auf der wir das Produkt gerade betreiben, das ist für uns super kritisch und wir möchten auf gar keinen Fall, dass dort irgendetwas von dem Prozess, der gerade bedient wird, irgendwo interrupted wird, irgendwo gestört wird, sodass wir in diesen Notify-Only-Mode switchen können und sagen, okay, wir haben meinetwegen eine Malware gefunden, wir haben gesehen, dass ein Prozess exploited worden ist oder was auch immer, aber wir haben nicht darauf reagiert, lieber Administrator, wir haben dir nur dein Event produziert, wo drin steht, dass eben etwas passiert ist und du wirst dich dann innerhalb deines nächsten Zeitfensters dann meinetwegen darum kümmern. Was wir ebenfalls supporten mit der Kaspersky Embedded System Security, das ist das komplette Offline-Management. Das ist das Erste. Das heißt, ich kann die Lösung erstens als Standalone-Lösung betreiben. Das heißt, sie muss nicht gekoppelt sein an unseren Administrationsservern des Kaspersky Security Centers. Sie muss nicht zentral darüber verwaltet werden, sondern ich kann sie auch als Standalone-Lösung betreiben. Das ist interessant für Kunden, die irgendwelche Zweigstellen haben, wo meinetwegen die Maschinen abgeschottet sind und die trotzdem meinetwegen in einem Application
Control-Default-Deny-Szenario laufen sollen. Banken fallen mir gerade ein. Das heißt, irgendwo in irgendeinem Dorf, da gibt es einen Bankautomat und der spuckt idealerweise Geld aus, wenn ich zumindest meine richtige Geheimzahl eintippe. Und auch diese Bankautomaten, die sind nicht immer mit irgendeinem Netzwerk verbunden. Und so kann es dann eben sein, dass das für so ein Szenario Sinn ergibt, dass diese Maschine trotzdem eben lokal gemanagt werden soll. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, dass wir das Offline-Update updaten, das Produkt supporten. Das heißt, das Produkt selbst muss sich nicht irgendwohin mit dem Internet verbinden, um sich mit Signaturen zu versorgen, sondern mehrere Möglichkeiten. Man könnte meinetwegen das Produkt verheiraten mit dem Security Center, sodass das ganze Produkt dann eben gemanagt wird über das Security Center an zentraler Stelle und darüber dann auch die Updates verteilt werden. Das wäre ein Szenario. Das zweite ist, ich könnte meinetwegen das sogenannte Kaspersky Update Utility verwenden, um dann die Updates irgendwo abzuspeichern auf irgendeinem USB-Stick oder irgendeinem Network Share oder was auch immer, um dann diese Updates der Lösung ganz einfach irgendwo zur Verfügung zu stellen. Das Dritte ist, ich könnte, sofern diese Maschine zwar nicht connected ist zum Security Center meinetwegen, aber zu einer internen Ressource könnte ich eben auf diesen Share zurückgreifen oder eben aber ich lasse das Produkt dediziert für sich eben ins Internet connecten. Zu den Features, die dieses Produkt anbietet, habe ich so eine kleine Übersicht mitgebracht, sodass wir generell mal gehört haben, um was es da eigentlich geht, was für Features dieses Produkt eigentlich anbietet und was genau wir damit adressieren. Wir starten mit den Minimum Hardware Requirements, die wir erfordern. Und zwar erfordern wir sie für die Kaspersky Embedded System Security 3.0. Die 3.0 wurde von uns vor einigen Wochen jetzt schon released. Die Hardware-Konfiguration oder die Hardware-Requirements, die haben sich nicht wirklich geändert. Das, was sich geändert hat, ist im Bereich Requirements allgemein erstmal, sind die unterstützten Betriebssysteme. Die haben wir ein bisschen erweitert, sodass wir da jetzt noch weitere Betriebssysteme mit anbieten können. Aber das sehen wir dann direkt auf der nächsten Slide. Bei den Hardware-Requirements starten wir mit einem P3 für 32-Bit-Betriebssysteme und einem P4, beides bei 1,4 Single Core, für 64-Bit-Betriebssysteme. Wir starten mit einem freien Festplattenplatz von 50 Megabyte, wenn ich nur unser Application Launch Control verwenden möchte. Also wenn ich wirklich reines Application Control in Richtung Whitelisting idealerweise betreiben möchte oder eben dann aber auch meinetwegen Blacklisting, das funktioniert. Wir benötigen 256 Megabyte Arbeitsspeicher, um eben zu starten mit einem Application Control auf irgendwelchen Windows XP, SP2, damit fangen wir an, Windows XP Maschinen. Ich habe noch einen Link hier mit hineinkopiert in die Präsentation, sodass man die kompletten Recommendations sich dann auch nochmal anschauen kann, wenn man das dann dementsprechend möchte. Zu den supporteten Betriebssystemen. Wie gesagt, die Liste ist erweitert worden mit dem Release der Version 3.0. Wir starten bei einem Windows XP SP2. Wir supporten verschiedenste Embedded-Variationen, ob es jetzt ein XP Embedded ist, ob es irgendein POS-Ready ist, ob es irgendein Embedded Industrial ist, meinetwegen. Das sind solche Geschichten. Wir supporten die Standard Windows-Client-Betriebssysteme, das heißt von einem, wie gesagt, Windows XP hoch bis zu einem 7, bis zu einem 10 meinetwegen. Wir supporten mit der Version 3.0 die aktuelle Windows 10 RS6, was die 19, 09, ist. Sofern Microsoft in diesen Zyklen, und das ist aktuell die Strategie, die von Microsoft gefahren wird, veröffentlicht, veröffentlichen wir auch weiterhin natürlich in diesen Zyklen eine weitere Version, neuere Version, die dann eben die aktuellen Versionen der Windows-Betriebssysteme unterstützen. Das heißt, Microsoft steht kurz vorm Release von dem nächsten Windows 10, 20 irgendwas, H1 Pack, und wir werden dann direkt wieder nachziehen und werden dann das auch entsprechend supporten. Was aber allerdings ziemlich wenig gefragt wird, dass wenn direkt eine neue Windows-Version kommt, gerade in diesem Bereich, in diesem in Anführungszeichen kritischen Bereich, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Kunde sagt, okay, wir setzen dann jetzt direkt auf die Version, die vor 2 Wochen erschienen ist, meinetwegen, und fahren da meinetwegen
unsere irgendwas, unsere Kassensysteme mit oder was auch immer damit gesteuert werden soll. Zu den eigentlichen Features der Lösung. Einige Features sind bekannt, einige Features kenne ich bereits aus traditionellen Security-Lösungen. Angefangen mit einer Real-Time-File-Protection, was mein On-Access bzw. mein On-Demand-Antivirus-Scan ist. Das heißt, das ist so der klassische Ansatz. Ich habe meinen On-Access-Scan im Hintergrund, der mittels verschiedenster Technologien, das heißt Signatur, Heuristik, Emulation, Next Generation Machine Learning, das sind so diese Zauberworte in diesem Zusammenhang. Das kann ich implementieren. Das ist so die Grundlage, die Basis, die wir dort verwenden. Wir können das Ganze koppeln mit unserer Global Threat Intelligence, mit unserem Kaspersky Security Network. Wir können die Informationen oder Informationen generell aus der Cloud beziehen. Das heißt, wir übermitteln eine Information an die Cloud. Hallo, liebe Cloud, ich habe hier eine Datei mit folgender Checksum und zu dieser Checksum hätte ich ganz gerne alle Informationen, die du, liebe Cloud, zur Verfügung hast. Und die Cloud antwortet mir dann mit, die Datei ist gewitelistet meinetwegen, weil wir der Datei vertrauen, weil sie ein gültiges digitales Zertifikat hat und ist von Microsoft irgendwie sowas meinetwegen. Sie kann aber auch genauso gut antworten mit, diese Datei, die kennen wir bereits, es ist geblacklistet. Cloud hat, ja, wie alles so im Leben, Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass ich Informationen viel, viel schneller aus der Cloud herausbekomme, verglichen mit dem, bis so eine Information wirklich auf meinem Filesystem landet. Wenn ich jetzt auf reines Offline-Betreiben, reine Offline-Updates setze. Der Nachteil von der Cloud ist, ich muss zumindest schon mal mitteilen, auch wenn ich diese Datei nicht an die Cloud sende, aber ich muss mitteilen, einen Fingerprint, um diese Datei irgendwie zu identifizieren. Und das ist eben die Checksum. Das heißt, wir übermitteln die Checksum an die Cloud. Cloud schaut eben ganz kurz in der Datenbank nach und gibt uns das Ergebnis zurück. Vielleicht möchte ich das nicht immer, dass selbst diese Information übermittelt wird an die Cloud. Vielleicht darf ich es aber auch aus irgendwelchen Gründen, in Klammern Compliance, Klammer zu, gar nicht. Dann können wir zum Beispiel das Kaspersky Private Security Network anbieten. Das heißt, der Unterschied zwischen unserem KSN, Kaspersky Security Network, und KP, P steht für Private, Kaspersky Private Security Network, ist, dass wir uns beim Kaspersky Private Security Network können wir uns die ganze Knowledge, die ganze Intelligenz, die existiert in der Cloud, die ganzen Informationen, die können wir uns on-premise holen. Das heißt, eine dedizierte Lösung, die die kompletten Informationen aus der Cloud unidirektional rauszieht und sie wirklich on-prem für unsere Lösung zur Verfügung stellt. Diesen Informationen können wir uns bedienen. Meinetwegen mit der Real-Time-File-Protection. Wir haben ebenfalls noch andere Komponenten, die darauf zurückgreifen können. Aber das sehen wir dann in den entsprechenden einzelnen Features. Ein zweites Feature, was wir anbieten mit der Kaspersky Embedded System Security, das ist die Exploit Prevention. Die Exploit Prevention schützt vor bekannten Exploits. Bekannte Exploits können sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft mittels irgendwelchen Signaturen abgefragt werden. Der Fokus hier liegt aber ganz klar auf unbekannte Exploits. Das heißt, in der Embedded System Security kann ich verschiedenste Einbruchstechniken sehen, die wir dort unterstützen. Und sobald eine von diesen Einbruchstechniken ausgenutzt wird, das heißt, ein Prozess versucht meinetwegen in einen anderen Prozess einzubrechen, um dann dort eigenen Code auszuführen oder irgendetwas zu tun. Sowas wird erkannt und dann eben meinetwegen verhindert von der Exploit Prevention. Ich kann die Exploit Prevention aber genauso wie unsere Real-Time File Protection konfigurieren, dass sie eben in diesem Notify-Only-Mode läuft, sodass wir dann eben hinweisen, okay, da hat gerade etwas stattgefunden. Jemand ist in diesen Prozess eingebrochen, nämlich ein anderer Prozess, der heißt wie folgt. Und man muss sich jetzt um dieses Problem kümmern, weil wir nicht darauf reagiert haben. Ah, okay, super, weiß der Betreiber Bescheid. In meinem nächsten Maintenance-Window, ich weiß genau, diese Maschine, da ist jetzt gerade eingebrochen worden, in dem Prozess ist da gerade, das läuft alles gerade nicht so, wie ich mir das denke, aber ich kann mich aktuell nicht drum kümmern, weil die Produktivität, die Effektivität von der Maschine gerade im Vordergrund steht.
Ein weiteres Feature ist das Applications Launch Control, was unser Application Control ist. Ich habe es schon verraten. Über das Application Launch Control können wir Szenarien wie ein Black bzw. ein Whitelisting im Bereich Application Control umsetzen. Das heißt, ich kann ziemlich einfach über einen sogenannten Rule Generator Task, so nennen wir das Ganze, kann ich ganz einfach eine Maschine indizieren lassen, kann sagen, okay, das, was sich jetzt auf der Maschine befindet, das ist mein Ist-Status, das ist gut, das ist mein Golden Image in Anführungszeichen. Und das möchte ich jetzt einfrieren, diesen Stand. Dann kann ich das tun und dieser Rule Generator Task, der hilft mir, der macht das automatisch für mich und dann kann ich das konfigurieren in meiner Richtlinie und kann sagen, okay, das ist jetzt mein Stand, den friere ich jetzt ein. Und wenn ich das getan habe, dann kann eben keinerlei andere Software mehr gestartet werden. Das heißt, ob man dann spricht über irgendwelche ausführbaren Dateien, sowas wie .exe meinetwegen, über irgendwelche Skripte, sowas wie ein PowerShell-Skript, ein VB-Skript oder was es nicht so alles gibt, das funktioniert dann alles nicht mehr, dadurch, dass es eben nicht gewitelistet ist. Das ist das Ziel von Application Launch Control. Application Launch Control kann wunderbar verwendet werden, sofern es sich um ein statisches System handelt, das heißt, bei dem sehr, sehr wenig Dynamik existiert. Das heißt, sehr wenig etwas aktualisiert wird oder neue Produkte hinzukommen, neue Software oder was auch immer. Und das bietet sich ideal für diesen Embedded, in Klammern, kritischen Bereich, Klammer zu, bietet sich das Ganze an. Das heißt, da habe ich ein Szenario, meine Supermarktkasse, mein Fotodrucker bei meiner Drogerie, mein Bankautomat, das ist alles ziemlich statisch. Da gibt es ein Betriebssystem, da gibt es irgendeine Fachanwendung drauf, die irgendetwas macht, das Geld ausspucken, die Fotos drucken oder was auch immer und dann war's das. So, das heißt, da kann ich wunderbar so etwas wie ein Application Control platzieren, kann diese Maschinen wunderbar einfrieren und kann dann das Security Level nochmal extrem anheben. Wie verhält sich das Ganze jetzt, wenn man in die Bredouille kommt, sage ich mal, wenn man Updates fahren muss für die Fachanwendung jetzt, was meist der Fall ist? Dann muss man ja, wie kriege ich jetzt die Updates da drauf, weil das ist ja alles gesperrt. Das ist richtig und genau um das einfach zu lösen, haben wir bei uns das sogenannte Software Distribution Control. Und dieses Software Distribution Control ist nichts anderes als sowas wie ein Trusted Updater. Das heißt, man kann diese Installationsdatei, die man hat und man möchte sie ausführen, was normalerweise nicht geht und es wird blockiert, die kann man einfach zu diesem Software Distribution Control mit hinzufügen und kann sagen, all das, was diese Datei jetzt produziert auf dem Filesystem. Das heißt, man wird viel sehen im Hintergrund. Dateien werden hier entpackt, werden da entpackt. Und hier hat sich eine Datei geändert und da eine Datei. Und das haben wir gerade zwar alles noch nicht indiziert, aber dadurch, dass wir es eben als Trusted Updater definiert haben, in diesem Software Distribution Control, wird es automatisch on the fly gewitelistet, sodass ich mich da um das eigentliche Management beim Update-Prozess gar nicht kümmern muss. Zum Thema Device Control, und da bekommen wir dann oft die Anfragen, die ganz klar gehen, in Richtung USB Mass Storage Devices. Das heißt, alles, was über USB als Wechseldatenträger erkannt wird, ob es meine Festplatten sind, meine USB-Sticks, oder eben aber auch meine Smartphones, was ich anklemme via USB, mein MTP-Device. Das ist das Ziel von der Device Control, das Ganze oder den Zugriff auf diese Gerätschaften zu regulieren. Das heißt, was kann ich tun über das Device Control? Ich kann mich auch in ein Default-Deny-Szenario versetzen. Das heißt, alles, was ich erstmal jetzt nicht explizit freigegeben habe, das ist erstmal verboten. Was ich genauso gut beim Device Control machen kann, ist das Ganze umzudrehen. Und ich kann auch sagen, okay, ich breche das Ganze noch runter auf irgendwelche Gruppen, das heißt, oder irgendwelche User. Das heißt, alles ist verboten, bis auf folgendes Gerät für die Gruppe Administratoren oder für irgendeinen User oder was auch immer. Also da bin ich ziemlich flexibel, um das Ganze zu konfigurieren. Wir haben in der Version 3.0 ein neues Feature bekommen, die Network Threat Protection. Die Network Threat Protection ist zuständig für das Analysieren des eingehenden Netzwerkverkehrs. Es wird dort nach Auffälligkeiten gesucht in Form von irgendwelchen Netzwerkangriffen. Das heißt, es gibt im Hintergrund, es ist ein IDS-System, Intrusion Detection System. Das heißt, es gibt im Hintergrund verschiedenste Regeln, auf die wir setzen, auf die wir bauen, um ganz einfach diese Angriffe zu erkennen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir können dann
darauf sofern reagieren, dass wir sagen, okay, wir blocken den kompletten Traffic, sofern wir jetzt erkannt haben, dass ein System uns angreift, meinetwegen. Ich kann genauso gut Exclusions setzen für Maschinen, meinetwegen, die in meinem Netz existieren, weil sie in Anführungszeichen legitim etwas nicht Legitimes tun. Mein Portscanner zum Beispiel. Das heißt, mein Portscanner, der würde das IDS-System triggern und würde sagen, okay, jetzt blocken wir die Maschine, das möchte ich aber vielleicht nicht, weil das mein Portscanner ist und ich möchte doch sehen, was auf der Maschine läuft, dann kann ich da meinetwegen entsprechende Exclusion setzen. Was wir genauso gut machen können, ist die Network Threat Protection im Notify-Only-Mode laufen lassen. Das heißt, auch da wieder wie bei meiner Real-Time-File-Protection oder meiner Exploit-Prevention, wir sehen lediglich, okay, da ist etwas passiert, wir haben gesehen, da ging gerade schädlicher Content über meine Netzwerkkarte, wir haben aber nicht aktiv eingegriffen, sondern Informationen wieder für den Administrator, hier gibt es irgendetwas zu tun. Die nächste Komponente nennt sich Firewall Management. Das Firewall Management ist, wie der Name schon sagt, ist ein Management der Windows Firewall. Das heißt, wir haben hier keine eigene Firewall entwickelt und implementiert. Der Grund, warum das so ist, ist, oder wir haben mehrere Gründe. Der erste Grund, das ist so der Hauptgrund, ist, würden wir eine Firewall implementieren, müssten wir uns mit irgendwelchen Treibern wieder in den Network Stack mit reinhängen. Und genau das wollen wir vermeiden, weil dann kommen wir aus dieser No-Reboot Policy, die wir eben fahren und noch fahren möchten, kommen wir eben raus. Denn sobald ich irgendetwas im Network Stack modifiziere, Treiber laden, unloaden möchte, entladen möchte und ich möchte meinetwegen migrieren von einer Version auf die nächste, dann komme ich über ein Reboot nicht mehr drüber hinaus. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen keine eigene Firewall-Komponente. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, warum überhaupt ein Windows Firewall Management, wenn ich doch meine Windows Firewall ja eigentlich über die GPOs administriere. Das komplett richtig sehen wir absolut genauso. Hat nun folgenden Vorteil, wenn meine Maschine jetzt irgendwo autark, meine Standalone-Maschine, mein Bankautomat, der eben keine Verbindung zu meinem Netzwerk hat, der sich nicht im Active Directory befindet oder was auch immer und nicht über die GPOs gemanagt werden kann, dann kann ich wunderbar über die Embedded System Security trotzdem das komplette Management eben über die Windows Firewall übernehmen. Zwei weitere Features, die wir noch haben in der Embedded System Security, ist einmal das sogenannte File Integrity Monitor und einmal das sogenannte Log Inspection. Das File Integrity Monitor erlaubt es, dass wir einen Bereich auf dem Filesystem definieren, eine Datei definieren, einen Ordner mit Unterordnern oder was auch immer. Und jegliche Änderungen an diesen Dateien oder Ordnern auf diesem oder innerhalb dieses Bereichs auf Filesystemebene, die werden von uns getrackt. Das heißt, wir sehen, ah, okay, der User XYZ oder folgender Prozess hat eine neue Datei dort erstellt. Die Datei heißt wie folgt. Wir nehmen den Timestamp mit. Es wurden sogar noch die Attribute gesetzt. Die Datei war hidden, meinetwegen, dann wurde sie ausgeführt oder was auch immer. Das Ziel von dem Ganzen ist ganz einfach mitzuschneiden, um zu berichten, wie es sich auf dem Filesystem meinetwegen für diesen Scope geändert hat. Das wird im Bankenumfeld wird das sehr, sehr gerne verwendet, um ganz einfach ja, zeigen, aufzeichnen zu können, wer hat denn eigentlich etwas hier modifiziert. Es wird nicht aufgezeichnet, was jetzt genau der Change war, also welcher Content meinetwegen in der Datei getrackt worden ist. Das würde das Filesystem komplett sprengen, wenn wir das Ganze mitschneiden würden. Das ist nicht das Ziel, sondern wie gesagt, nur die Changes, die auf Filesystemebene passieren. Das ist das, was wir an der Stelle mitschneiden. Das letzte Feature, was wir anzubieten haben in der Kaspersky Embedded System Security, ist das sogenannte Log Inspection Feature. Das Log Inspection Feature durchsucht das Windows Event Log und zwar sucht es nach Auffälligkeiten. Auffälligkeiten in Form von zum Beispiel fehlgeschlagenen Logins. So, das heißt, wenn jemand versucht, sich mehrfach dem System ungültig gegenüber zu authentifizieren, dann bringen wir ein Event raus. Das Erste. Das Zweite ist, wir haben eine Heuristik im Hintergrund, die es uns erlaubt, Brute Forces zum Beispiel zu erkennen. Das heißt, ob das Ganze über RDP kommt, über SMB oder was auch immer für ein Protokoll dort verwendet wird, all das, was irgendein Event ins Windows Event Log reinschreibt, das kann von uns geparst werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir können atypische Log-On-Verhalten definieren. Das heißt, wenn wir wissen, dass der User
sich immer morgens um 7 anmeldet oder in den meisten Fällen, aber nie nachts um 1, dann ist es doch total auffällig, wenn er sich nachts um 1 einloggt und dort, weiß ich nicht, eine Stunde, 2 Stunden Aktivität zeigt und sich dann dort wieder ausloggt. Und genau so etwas können wir analysieren lassen. Das ist das erste von der Log Inspection. Und das zweite ist, wir können auf diese Brute Force-Attacken, atypischen Logon-Verhalten meinetwegen, hinweisen, indem wir auch da wieder dem Administrator ein entsprechendes Event zur Verfügung stellen. Zum Management. Das Management der Lösung kann stattfinden. Ich habe es schon verraten über das Kaspersky Security Center. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann es, wie gesagt, autark betreiben, in Form einer UI, einer Benutzeroberfläche, die wir anbieten für die Lösung, die optional ist. Das heißt, in einer gemanagten Umgebung würde man diese UI eher weglassen. Wir bieten an, das Ganze auf Kommandozeilenbasis zu managen. Wir haben im Hintergrund einen Role-Based Access Control. Das heißt, ich kann selbst für lokale User, für lokale Gruppen, kann ich schon verschiedenste Rechte und Rollen zuweisen, sodass eben nicht jeder User alles innerhalb der Lösung tun darf. Das Ganze, deswegen haben wir es genannt, Optimized Performance, ist für den Bereich, in Anführungszeichen nochmal, kritische Systeme konzipiert worden. Deswegen ist es optimiert eben für Low-Hardware-Systeme. Die Performance ist unglaublich aufgebohrt worden, sodass man, wenn man das misst gegen ein klassisches Security-Produkt, wird man sehen, dass die Performance auf der Embedded-Seite komplett anders aussieht, wie gesagt, wenn man es vergleicht mit einer klassischen Security-Lösung. Zur Embedded System Security. Das ganze Produkt ist dem PCI-DSS Mapping durchlaufen. Das heißt, PCI-DSS ist nichts anderes als eine Compliance. Und diese Compliance sagt, dass folgende Features, folgende Funktionen vorhanden sein müssen, damit dieses Produkt installiert oder sich PCI-DSS tauglich nennen darf. Das können wir sagen. Unser Produkt ist PCI-DSS tauglich. Wir können dieses Compliance-Statement durchlaufen. Das heißt, dieses Produkt ist auch zertifiziert, und genau das ist das Szenario, wo es nämlich herkommt, auf Bankautomaten installiert zu werden. Zwei Beispiele habe ich noch mitgebracht, wie es aussieht. Ein Beispiel jetzt für unsere Real-Time-File-Protection, den Notify-Only-Mode, nur dass man mal einen Screenshot gesehen hat, das Ganze über die Webkonsole des Administrationsservers im Kaspersky Security Center. Das heißt, an den Kaspersky Embedded System Security 3.0 kann ich über das Security Center managen, und zwar in Form der altbekannten Methode über die MMC meinetwegen oder eben aber dann auch über die Webkonsole, die wir anbieten, über das Security Center selbst. Das zweite Beispiel ist die Exploit Prevention, wie sich dieser Notify-Only-Mode konfigurieren lässt. Das heißt, hier sieht man dann auch in der Webkonsole, wo ich dann dieses Setting finde. Zu Kaspersky Industrial Cyber Security Nodes. Und da werden wir jetzt sehen, dass wir uns gerade auf dünnem Eis bewegt haben und dass die beiden Produkte nahezu identisch sind. Warum sind die Produkte nahezu identisch? Deswegen habe ich auch gerade mal gesagt, das kritisch befindet sich in Anführungszeichen. Ganz einfach. Die erste Antwort auf die Frage ist schon mal, weil wir eine Codebasis verwenden. Das heißt, diese Codebasis, aus der eine Kaspersky Embedded System Security entstanden ist, die wurde genommen und von dieser Codebasis heraus wurde ebenfalls ein zweites Produkt ins Leben gerufen. Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes. Abgekürzt sprechen wir das ganze KICS aus. Und dieses das KICS adressiert kritische Bereiche, ohne Anführungszeichen. Kritische Bereiche, meine Industrie, meine OT-Umgebung. Das heißt, meine Produktionsstraße, die zuständig dafür ist, irgendetwas zu produzieren, ob es jetzt Papier ist, ob es irgendwelche Autoteile sind. Es ist total egal, was ich produziere. Im Hintergrund habe ich immer irgendwo eine SPS, eine PLC, die zuständig ist für irgendeine Steuerung, für das Auslesen von irgendwelchen Sensoren, wie gesagt, für das Steuern von irgendwelchen Aktoren, ob es ein Förderband ist, ob es ein Roboterarm ist oder was auch immer.
Und wir fokussieren uns ganz klar mit der Kicks, mit der Kaspersky Netzwerk Cyber Security for Nodes auf diese Umgebung. Das heißt, wir sagen, unsere Kicks-Lösung unterscheidet sich zu unserer Embedded etwas. Etwas werden wir gleich sehen. Wir fokussieren damit ganz klar die Systeme, die sich Scada bzw. HMI nennen. Scada ist HMI, was ist das? Das sind diese User Interfaces, die man ja, in der Industrie eben hat, um sich mit meinem Prozess unterhalten zu können. Das heißt, mein Roboterarm, der irgendetwas macht den ganzen Tag, links ein Teil aufnimmt, nach rechts bewegt und da das Teil wieder hinschmeißt. Das heißt, um das visuell irgendwo darzustellen, dem Operator darzustellen, da gibt es diese sogenannten Scada-Systeme. Das heißt, da programmiert das jemand und ich sehe mal, in welcher Stellung befindet sich gerade mein Roboter, was hat er gerade gegriffen, wie viele Teile hat er heute schon von A nach B bewegt und so weiter. Und diese Maschinen, das nennt man, diese Maschinen nennt man Scalar-Systeme und das ist für uns der Fokus von dieser Lösung. HMI, mehr oder weniger das gleiche, Human Machine Interface. Das Human Machine Interface ist dann das, was ich direkt meinetwegen an der Produktionsstraße sehe. Das heißt, da habe ich so kleine Touchscreens, da kann ich dann draufdrücken, ich habe so wenige Informationen, auch nur Informationen zu dem Prozess selbst. Roboterarm befindet sich gerade mit der X-Achse wie folgt und so weiter. Und jetzt möchte ich den ein bisschen nach rechts drehen, dann kann ich da auf dem Display rumdrücken. Das wäre ein HMI. Das ist genauso das Ziel von unserer Lösung, so etwas zu bestücken, da diese Maschinen in den meisten Fällen auf irgendeinem Windows-Betriebssystem basieren. Das ist das Erste. Das heißt, wir bieten diese Lösung an für Windows-Betriebssysteme oder sie basieren in einigen wenigen Fällen auf irgendwelchen Linux-Derivaten. Das ist dann unsere zweite Lösung. Das heißt, wir bieten das Kicks einmal an für den Windows-Bereich und ebenfalls einmal an für den Linux-Bereich. Was diese Lösung speziell macht, wie gesagt, die Features sind mehr oder minder identisch zu der Embedded System Security, ist, dass diese Lösung getestet worden ist und als kompatibel eingestuft ist von vielen, vielen Herstellern, wie eine Siemens steht da meinetwegen, eine Schneider, eine Honeywell, eine Rockwell, General Electric, was es nicht so alles gibt. Also da haben wir sehr, sehr viele Zertifizierungen durchlaufen müssen, um diese verschiedensten Logos zu bekommen, die sehr, sehr wichtig sind in diesem Umfeld, in dem wir uns dann bewegen, in dieser OT-Umgebung. Wenn man sagt, okay, ein Stück Software soll dort, eine Security-Software soll dort installiert werden und das ist sehr, sehr kritisch. Das heißt, der Kunde fragt in sehr, sehr vielen Fällen erstmal nach, ist überhaupt eure Lösung zertifiziert, um zusammen mit einer Siemens irgendwas zu laufen oder was auch immer. Und dann können wir sagen, ja, wir haben ja folgende Zertifizierung und das ist eben das, was meinetwegen eine Embedded System Security nicht hat. Die Features, die wir anbieten, wie gesagt, gleiche Codebase, sind mehr oder minder identisch. Deswegen können wir auch hier sagen, das, was wir gerade alles gehört haben im Bereich Embedded System Security, unsere No Reboot Policy, unsere Notify Only oder unser Notify Only Mode, den wir anbieten, genauso wie das Offline Management und Updating Prozess. Das haben wir weiterhin in der Kicks, also da unterscheidet sich überhaupt nichts zu der Embedded System Security. Zu den einzelnen Features, auch da starten wir zunächst mit den Minimum Hardware Requirements. Die Minimum Hardware Requirements sind auch da mehr oder minder identisch. Das Einzige, was sich so ein bisschen ändert, ist, dass wir nicht nur Client-Betriebssysteme supporten, das werden wir gleich sehen in der nächsten Slide, sondern ebenfalls auch Server-Betriebssysteme. Das heißt, wir haben mit der Kicks for Nodes Lösung haben wir die Möglichkeit, Windows-Client-Betriebssysteme, Windows-Server-Betriebssysteme und wie gesagt viele, viele Linux-Derivate zu betanken. Die Anforderungen starten bei 512 Megabyte Arbeitsspeicher. Das ist ein bisschen anders als bei einer Embedded System Security. Da ist die Embedded ist ein bisschen im Vorteil. Da waren wir bei 256 MB. Beim Arbeitsspeicher und beim freien Festplattenspeicher waren wir auch ein bisschen weiter drunter, wenn wir jetzt im Windows-Umfeld sind. Im Bereich Kicks für Linux meinetwegen sehen wir, dass wir mit einem Core-to-Duo meinetwegen starten. 1 GB RAM oder 2 GB RAM, abhängig eben von Betriebssystemarchitektur. Und ja, so ein bisschen Festplattenplatz, 1 GB, sollten es dann auch noch sein. Zu den Betriebssystemen, wie gesagt, Client- und Server-Betriebssysteme, Windows-mäßig, die wir jetzt supporten mit der Kicks. Das heißt, wir starten auch da mit einem Windows XP SP2. Wir haben auch da die verschiedensten Embedded-Versionen mit drin. Wir haben dann sowas wie eine Windows 10 IoT Enterprise mit drin und eben auf der
gegenüberliegenden Serverseite, dann angefangen bei einem Windows Server 2003 bis hoch zu einem Windows Server 2019. Im Bereich Linux aufgesplittet in 32 und 64-Bit, das heißt so die Klassiker, die man so kennt, so eine Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian, das sind so die großen, die so bekannt sind. Die sehen wir A auf der 32-Bit-Seite beziehungsweise B auch auf der 64-Bit-Seite und natürlich noch eine Menge mehr. Die Liste, die ist auch überhaupt nicht komplett. Also da fehlen wahrscheinlich noch circa 70% auf der 64-Bit. Seite, hätte ich das alles darstellen wollen, hätte ich jetzt noch 3 Slides oder ich hätte die Schriftart 6, Schriftgröße 6 oder so verwenden müssen. Deswegen habe ich hier so einen Auszug mit reinkopiert, sodass man zumindest mal gesehen hat, in welche Richtung sich das Ganze dreht. Zu den Features, und das ist jetzt der Teil, wo wir ja uns nicht mehr wirklich detailliert darüber unterhalten müssen, denn das ist, wie gesagt, das, was wir gerade gehört haben. Eine Real-Time-File-Protection, Exploit-Prevention ist genau das, wie wir es haben in einer Kaspersky Embedded System Security. Das gleiche gilt für das Application Launch Control, das gleiche gilt für das Device Control. Das einzige, was wir in einer Kix noch mit drin haben, das ist die Wi-Fi Control. Das heißt, über die Wi-Fi Control kann ich den Zugriff auf irgendwelche Wi-Fis, WLAN-Netzwerke regulieren. Irgendwelche könnte sein, alle verboten bis auf meins. Das wäre so ein Szenario, was ich damit implementieren könnte. Warum braucht man das überhaupt? Angefragt wird es schon mal für die ganzen Notebooks, die von den Engineerern verwendet werden, um die PLCs, die SPSen zu programmieren. Da möchte man sagen, okay, wir wissen, dass die Jungs die Dinger auch mit nach Hause nehmen oder ins Hotel oder so. Und da möchte man das eigentlich nicht, dass dann dort irgendetwas im Internet meinetwegen gemacht wird oder sich in andere Netzwerke verbunden wird. Dafür sind diese Geräte ganz einfach nicht gedacht. Und das Ganze könnte man eben regulieren über das Wi-Fi Control. Firewall Management ist komplett identisch. Das Einzige, was wir hier noch neu sehen, ist das Anti-Crypto-Feature, welches wir in der Embedded System Security nicht haben, welches wir aber auch bereits kennen können von einem anderen Produkt, Kaspersky Security für Windows Server. Daher kommt dieses Feature. Der Anti-Kryptor besagt, dass er auf einen lokalen Shared Folder aufpasst. Und zwar passt er so darauf auf, dass wenn von außen ein anderes System Daten da drin modifiziert, und zwar so modifiziert, dass es aussieht, als wäre es zum Beispiel eine Ransomware-Attacke, dass wir diese Ransomware-Attacke dann diese Maschine ganz einfach blockieren und damit eben diese Ransomware-Attacke stoppen an dieser Stelle. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Wird im OT-Umfeld gerne verwendet, was im Client-Umfeld eher weniger der Fall ist. Was dann aber, und da kommt es ja wie gesagt ursprünglich her, auf der Serverseite. Da ist das Ganze dann wieder interessant. Das heißt, für meine Windows-Server, die wirklich viele Network-Shares anbieten, da kommt dieses Feature her und da bietet sich das wirklich an, das Ganze zu implementieren. File Integrity Monitor und Log Inspection, komplett identisch mit dem, was wir gerade gehört haben. Eine Besonderheit, die wir noch haben im Bereich Kicks for Notes, und das ist das, wie sie sich technisch unterscheidet, ist der sogenannte PLC Integrity Check. Der PLC Integrity Check macht nichts anderes als die PLC, die SPS, die zur Steuerung eben von irgendetwas vorhanden ist, zuständig ist, kontinuierlich, und das kann ich frei nach Zeitplan definieren. Unten links sehen wir 1 Minute. Meinetwegen kann ich kontinuierlich das Gerät, wie gesagt, die PLC, SPS, abfragen. Ich kann sie kontinuierlich pollen. Und was polle ich da? Richtig, ich polle dort das hinterlegte Projekt, so nennt sich das Ganze. Das heißt, das Programm, was zuständig ist für das Steuern des Förderbandes oder für meinen Roboterarm oder was auch immer. Und was mache ich dort? Ich hinterlege einmal auch da an dieser Stelle initial ein Referenzimage, ein in Anführungszeichen wieder Golden Image von meinem Projekt. Und dann frage ich jede Minute oder 5 Minuten, wann auch immer ich das möchte, frage ich ganz einfach ab, stimmt dieses Projekt, was sich auf der PLC befindet, zur Steuerung eben meines Prozesses, stimmt es noch mit dem Hinterlegten? Wenn ja, super, dann probiere ich es in 5 Minuten nochmal oder in 1 Minute. Wenn nein, dann wird ein Event generiert, in dem sich eben jetzt ja, ein paar Informationen befinden, dass das Projekt nicht mehr zu dem Hinterlegten passt und so weiter. Das heißt, der Administrator weiß jetzt, ah, okay, da ist etwas passiert, jemand hat das Projekt von der PLC modifiziert, vielleicht muss ich mit dem zuständigen Techniker sprechen, war das abgesprochen, war das okay, was ihr gemacht habt? Nö, wir waren das gar nicht. Ah, okay,
dann muss ich mich vielleicht auf die Suche begeben. Und das ist da, oder das ist die Idee, und genau da kommt es her, aus dem Bereich Stuxnet. Das heißt, so fing alles an mit Stuxnet, und das ist die Umsetzung der PLC Integrity Check, um ganz einfach zu erkennen, hey, da gab es eine Änderung auf der PLC, die gar nicht von mir kam, die auch meinetwegen gar nicht gewollt war. Im Bereich Kaspersky Industrial Cyber Security for Nodes für Linux haben wir einige Features auch mit implementiert, ein File-Antivirus, Anti-Ransomware-Feature und so weiter. Das werde ich aber an dieser Stelle skippen, denn diese Features sind auch mehr oder minder identisch mit dem, was wir dann gleich von Roland hören werden zum Thema Kaspersky Endpoint Security für Linux. Zum Management ebenfalls komplett übernommen von einer Embedded System Security, Security Center, lokal via Kommandozeile oder via Benutzeroberfläche. Das Ganze kann direkt in ein SIEM integriert werden, sodass die ganzen Informationen, die zusammenlaufen, übergeben werden an ein SIEM-System. Da kann ich das Ganze dann nochmal aufbereiten, tracken, nachverfolgen, was ich immer damit machen möchte. Das Ganze genauso wie eine Embedded oder eben auf Performance zugeschnitten und eben, und das ist ja eins der Kernfeatures noch, neben dem PLC Integrity Check meinetwegen, ist die ICS Vendor Certification, die wir eben haben an der Stelle. Das ist viele, viele Hersteller, wie gesagt, Siemens, General Electric, Schneider, wie sie alle heißen, PCView. Gegen die haben wir die ganzen Tests durchlaufen, haben die verschiedensten Kompatibilitätslogos bekommen, und damit dürfen wir uns jetzt eben schmücken und können sagen, okay, unser Produkt darf im Gegensatz zu anderen Produkten auf diesem oder jenem System installiert werden. Zwei Beispiele noch, um das Ganze abzuschließen, die ich auch mir da wieder rausgesucht habe. Einmal wieder mein Real-Time File Protection Notify-Only-Modus. Das heißt, auch da habe ich in der Lösung das Ganze mal geswitcht auf ein Notify on Detect, sodass eben nichts passiert, dass nicht aktiv eingegriffen wird. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich dann einen Fund habe. Dort gibt es jetzt eine Datei, Infected Process, die wurde von uns erkannt, aber sie ist nicht angefasst worden. Das heißt, okay, wir wissen, da befindet sich jetzt Malware auf dem System, aber wir haben jetzt gesagt, okay, die Maschine, die muss einfach laufen, da darf nicht irgendwie eingegriffen werden. Das heißt, wir haben dieses Event produziert, und der Administrator wird sich dann eben innerhalb des nächsten Maintenance Windows um dieses Problem kümmern. Das zweite, komplett identisch, Szenario komplett identisch, im Bereich Exploit Prevention, auch da der Notify-Only-Mode. Wir haben erkannt, dass dort ein Prozess noch läuft. In meinem Beispiel war es eine Putty-Exe, die läuft noch, obwohl wir erkannt haben, dass in diesen Prozess eingebrochen ist. Und wir zeigen auch da wieder dem Administrator nur, oder wir geben ihm die Information, da ist etwas passiert, und du weißt, was du tust. Du wirst dich dann, sofern es deine Zeit, der Prozess zulässt, dann ganz einfach um dieses Problem in Anführungszeichen kümmern. Das war's an der Stelle von meiner Seite. Vielen, vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt an Roland, und Roland wird uns jetzt etwas erzählen zum Thema Kaspersky Endpoint Security for Linux. Gut, kommen wir heute zum dritten Teil der Veranstaltung. Und zwar der dritte Teil befasst sich ja mit dem Thema Kaspersky Endpoint Security 11 for Linux. In dem Fall, um das Produkt letztendlich, um bestehende Linux-Systeme abzusichern. Und da haben wir hier unterschiedliche Möglichkeiten, um mit Linux-Systemen umzugehen. Und zwar in der Vergangenheit war es ja prinzipiell so, dass wir Linux-Systeme im Echtzeitmodus oder letztendlich dann per On-Demand scannen konnten, um dann dementsprechend hier auf bestehende Malware zu stoßen, die einmal natürlich für Windows, aber auch für Linux-Systeme gefährlich war. Da hat sich einiges geändert. In den letzten Jahren wurde das Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, um Linux-Systeme auch auf anderen Ebenen abzusichern. Und mit der Version 11 hat man hier auch zusätzliche Features entwickelt, um dann spezielle Einsatzgebiete zu unterstützen. Zum einen natürlich auch hier das Scannen von Web-Traffic, um sicherzustellen, dass dann zum Beispiel mit einem Linux-Endpoint, wenn der zum Einsatz kommt, hier keine Malware über den Zugriff über den Webbrowser dann nachher auf die Geräte gelangen kann. Aber auch speziell für Serverumgebungen hier Möglichkeiten, um dann dementsprechend mit Containern umzugehen. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wir haben natürlich hier unterschiedliche Features, die wir letztendlich dem Produkt zuordnen können oder die wir in diesem Produkt dann nachher zur Verfügung stellen können.
Unter anderem, ähnlich wie es eigentlich auch schon bei den vorhergehenden Produkten war, gibt es natürlich hier auch dann Kaspersky Fire Antivirus. Hier die Möglichkeit, dann einen On-Demand- oder On-Access-Scan dementsprechend dann nachher die Malware zu erkennen und unschädlich zu machen. Was hier auch möglich ist, ähnlich wie vorher schon in den Beschreibungen bei den vorhergehenden Produkten, gibt es hier auch zwei Möglichkeiten, KSN zu integrieren. Ich kann einmal KSN im Standardmodus integrieren, also direkt übers Internet oder in dem Fall über Security Center zu managen oder alternativ dann über Kaspersky Private Security Network habe ich hier auch die Möglichkeit, dann in dedizierten Umgebungen on-premise dementsprechend Checksummen auch zur Verfügung zu stellen. Ansonsten natürlich hier die heuristische Analyse. Ich kann hier einen Bootsektor-Scan durchführen, Memory-Scan durchführen, habe natürlich auch hier im Linux-Umfeld Next-Gen Technologies integriert, um dementsprechend hier auch auf die neuesten Technologien der Malware zu stoßen, um diese dann dementsprechend unschädlich zu machen. Was wir zusätzlich mit an Bord haben, was bereits schon auch in der Version 10 bereits verfügbar war, ist die Möglichkeit, über den Antikryptor Ransomware zu entdecken und letztendlich das ungewollte Verschlüsseln von Laufwerken zu verhindern. Dann haben wir ähnlich, wie es auch in der KIX oder in der KES möglich ist, ein Integrity-Control mit drin, also auch hier die Möglichkeit, Veränderungen auf diesem System festzustellen und dementsprechend dagegen vorzugehen. Wie kann ich die Lösung ausrollen? Es gibt hier natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Wege, um dementsprechend Kaspersky Endpoint Security für Linux in einem Netzwerk bereitzustellen. Eine der Möglichkeiten ist natürlich Remote über das Kaspersky Security Center. Die andere Möglichkeit ist dann lokal mehr oder weniger hier dementsprechend über ein Scripting oder über eine bestehende Softwareverteilung dann nachher mit Hilfe von Anzahldateien oder Anzahlfiles hier ein Rollout geskriptet durchzuführen. Was haben wir noch? Wir haben in der Version 11 eine Optimierung der Performance mit hinterlegt. Wichtig ist hier an der Stelle, wir haben seit einigen Tagen die Version 11.1 am Start. Zum Anfang des Jahres gab es ja die Version 11.0. Wie gesagt, meine Empfehlung an der Stelle, gerade zu diesem Punkt, optimale Performance, bitte auf die Version 11.1 zurückgreifen. Hier wurden noch einige maßgebliche Veränderungen durchgeführt. Wichtig ist auch hier Compliance bei der Lizenzierung. Also auch hier habe ich hier wichtige rechtliche Rahmenbedingungen erfüllt, um dementsprechend in heutigen Umgebungen installiert und dementsprechend auch betrieben werden zu können. Web Threat Protection hatte ich schon erwähnt. Das ist ein Modul, was wir letztendlich jetzt hier auch in der Version 11.1, aber auch schon in der Version 11 zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wichtig auch an der Stelle, beide Sachen sind möglich, also nicht nur HTTP, sondern auch HTTPS. Also hier habe ich die Möglichkeit, dann den verschlüsselten Datenverkehr dann dementsprechend aufzubrechen, um zu verhindern, dass über diesen Weg Malware in mein System eindringt. Device Control haben wir noch, um hier dann dementsprechend USB-Sticks oder andere Geräte dann zu erkennen und dementsprechend zu managen. Nicht managen in dem Sinne, aber zumindest mal hier zu erkennen, ob oder wie dementsprechend Geräte genutzt werden. Dann habe ich auch hier, ähnlich wie wir es aus der Windows-Welt bereits schon kennen, die Möglichkeit, mit Network Threat Protection hier gegen Bedrohungen vorzugehen, wo es dann direkte Angriffe über das Netzwerk gibt und dementsprechend hier Serversysteme oder andere Systeme dann kompromittiert werden. Und dann ein Thema, was ich auch schon erwähnt hatte zu Beginn, ist natürlich hier das Custom Container Scan. Also hier auch dementsprechend On-Demand-Container, aber auch Image-Dateien dementsprechend zu scannen, diese zu untersuchen und eventuell Malware zu entdecken und diese dann in dem Fall unschädlich zu machen. Wichtig ist halt, ich habe zwei Möglichkeiten für die Integration. Der klassische Weg sind ja die Kernel-Module, die in der Vergangenheit dahingehend immer einen gewissen Mehraufwand mitgebracht haben, dass ich nach einem Kernel-Update, nach einem Kernel-Patchen oder Verändern des Kernels jedes Mal ein neues Kernel-Modul kompilieren musste. Wie gesagt, das fällt jetzt hier an der Stelle komplett weg, weil, wie gesagt, mit FA-Notify, das wäre dann dementsprechend der zweite Weg für die Integration, habe ich hier Möglichkeiten, um direkt mit der API vom Kernel zu kommunizieren. Und ich bin hier komplett vom Kernel unabhängig, brauche auch keine Reboots letztendlich, wenn es mal dann doch irgendwo ein Kernel-Update gibt. Es gibt ja mittlerweile
Betriebssysteme im Bereich Linux, die in der Lage sind, direktes Patching des Kernels ohne Neustart des Systems durchzuführen. Wie gesagt, optimal dafür ist natürlich etwa Notify, weil, wie gesagt, hier nichts neu kompiliert werden, neu gestartet werden muss, sondern hier kann dementsprechend direkt permanent im Hintergrund über die Schnittstelle gescannt werden. Dann die Software Requirements. Da schließe ich mich dem Daniel an. Also ich habe hier noch einen kleineren Auszug wie aus der vorhergehenden Präsentation. Also ich habe hier, ja, um es einfach klassisch darzustellen, die wichtigsten Betriebssysteme, die ich häufig auch draußen am Markt entdecke, zu präsentieren. Also Ubuntu in den Enterprise-Versionen sieht man doch die ein oder andere Version dann auf dem Markt. Dann Red Hat, CentOS, Debian, SUSE Linux Enterprise Server, das sind so die Distributionen, die man häufig draußen antrifft. Es gibt natürlich wesentlich mehr Unterstützung, wesentlich mehr Distributionen. Wie gesagt, die kann man dann an der Stelle direkt im Internet nochmal nachschauen und verifizieren, ob da die eigene Distribution dabei ist, die dann beim Kunde zum Einsatz kommt. Ich habe zwei Beispiele vorbereitet, letztendlich, die sich auf zwei Module beziehen. Wie gesagt, auf zwei neue Module. Das erste Modul wäre Web Threat Protection. Ich habe hier links im Bild zu sehen eine Richtlinie vom Security Center. Ich habe hier die Möglichkeit, dann dementsprechend die Einstellung vorzunehmen, um dann über dieses Modul auf einen eventuellen Linux Endpoint zuzugreifen und dementsprechend auch darüber zu verfügen. Wir sehen dann hier den Aufruf der Testsignatur von ICAR. Wir sehen auch hier direkt im Secure-Mode, also letztendlich mit HTTPS, wird die Malware erkannt und dementsprechend geblockt, die Seite geblockt. Und wichtig natürlich auch an der Stelle, ich habe die Möglichkeit, übers Reporting mir Informationen im Nachgang dann nachher zu holen. Es werden Events generiert, die dann zum einen natürlich lokal auf der Maschine in der Oberfläche zu erkennen sind, aber auch alternativ dann nachher in dem Security Center als Events auftauchen. Zweites Thema wäre der Custom Container Scan, also auch hier die Möglichkeit, dementsprechende Containerumgebungen nicht nur in Echtzeit im Hintergrund zu untersuchen, so wie es bereits schon mit der Version 10 möglich war. Hier gibt es alternativ die Möglichkeiten in Verbindung mit der Docker-Schnittstelle, die wir letztendlich hier, wie man auch in den Einstellungen gut erkennen kann, über das Socket ansprechen. Haben wir hier die Möglichkeit, dann entweder ein Image oder letztendlich dann nachher auch einen Container dementsprechend zu untersuchen. Und wir sehen auch hier drüben das Ergebnis. Also ich habe eine Malware in diesem Container oder vielmehr gesagt in diesem Image. Ich finde dann nachher auch in den Events die Informationen zum Image selber, wo letztendlich die Malware entdeckt wurde. Also wie gesagt, auch im Nachgang alle Informationen, die ich benötige. Dann nochmal ganz kurz zum Hinweis, wo kann ich die Produkte herunterladen? Da haben wir, also mein klassischer Weg ist natürlich hier über die Supportseite von uns zu gehen, in der jeweiligen Sprache die Produkte herunterzuladen, die ich benötige. Dann wichtig noch, wo erhalte ich Hilfe? Ich habe hier ein Online-Handbuch, das kann ich dann auch wiederum unter der Seite helpkaspersky.com mir anschauen, herunterladen und dementsprechend hier meine Hilfe holen. Beide Lösungen, egal ob ein Endpoint oder auf dem Server, können dann über die Kommandozeile betrieben und dann dementsprechend gemanagt werden. Wie gesagt, wir haben halt hier die Möglichkeiten, über Kessel Control uns Befehle anzeigen zu lassen, die wir nutzen können, oder hier mit Kessel Control App Info haben wir auch die Auswahl oder Informationen zum aktuellen Status vom System. Gut, die Zeit ist schon wieder vorbei. Hier auch nochmal die Bitte vom Daniel, die wir anfänglich gestellt haben. Bitte, solltet ihr Fragen haben, schreibt oder schickt die oder sendet die direkt an education@kaspersky.de. Wir haben dann morgen um 15 Uhr die GoTo-Meeting-Sitzung über die Einwahldaten, die hier im Chat verfügbar sind. Und da können wir uns dann natürlich austauschen und können eventuell sogar über eine Live-Umgebung dann uns einige Themen anschauen, sofern halt hier Bedarf besteht. Gut, ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen dann wieder in dieser oder an dieser Stelle dann wieder treffen. Also, wiederhören.